Herzlich willkommen zurück zu Shadow Warrior Zillas Villa. Vielleicht können wir den ollen Pipi-Mann endlich mal in seiner Behausung aufspüren und ihn zur Rede stellen. Seine Bodyguards sind auf jeden Fall kein Problem. Ein paar Ninja, so eine Amazone, für uns nur lästiges Kanonenfutter. Zillas Villa, ein kurzes, kompaktes Level. Macht mir persönlich viel Spaß, ist gut designt, bis auf ein bisschen Backtracking, das nichts hätte sein müssen. Nur gut, wir schauen erstmal hier durchs Fenster und erledigen einen Guardian. Da müssen wir uns später nicht mehr mit dem rumärgern. Und unser erstes Secret dort hinten, wenn wir die Wand aufspringen, mit einem Guardian-Held. Wir können auch in das Wasserloch hier absteigen. Bevor wir das tun, werfe ich ein paar Granaten unten rein, denn ich habe keinen Bock, gegen diese Fische one-on-one zu kämpfen. So, das sollte das Problem erledigt haben. Und wenn wir nach unten tauchen hier, bekommen wir ein Medkit und eine Uzi. Also, wir müssen nicht da rein, aber für ein bisschen Verpflegung geben wir noch gern ein bisschen tauchen. Nun gut, zurück zum Start und dort an einem anderen Eck weiter. Wir erledigen den, schießen auf den Gong und bekommen weiteres inoffizielles Secret. Hier gibt es ein weiteres Ripper Heart. Und dieser Brunnen würde in das andere Wasserloch führen, ist miteinander verbunden, müssen wir nicht mehr rein, deswegen den Gang entlang und erstmal die Rothose erledigt. Und alles andere, was in diesem Vorgarten noch so kreucht und fleucht, können wir auch mit dem Raketenwerfer machen, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Nun gut, präventiv werfe ich auch schon ein paar Granaten nach dort hinten, das erwischt keine falschen, wie immer. Ihr kennt meinen Spruch. So, alles ausradiert, sehr schön, so lief das dann, schnappen uns den Gold Key und auch hier können wir schon mal ein paar Granaten reinwerfen in dieses Haus. Dort gibt es nämlich, glaube ich, einen Guardian und so einen Obermods Ripper, genau, ihr seht ihn schon, einen braunen Sack. Und selbst wenn ihr sie nicht komplett tötet, ihr könnt sie schon ordentlich schwächen. Und das hilft dann später schon sehr, weil sonst müsst ihr in diesem engen Gang gegen diese Pfeifen kämpfen. Hinter dieses Gitter kommen wir später, aber auch hier können wir schon mal Prophylaxe betreiben und die Gegner soweit ausschalten. Sehr schön, das ist erledigt. Dann können wir noch die Goodies hier mitnehmen und zurück. Vorher aber auf diese Statue und unser zweites Secret getriggert und ihr bekommt einen Grenade Launcher. Und hier brauchen wir einen Bronze Key, da kommen wir später also nochmal zurück. Mit unserem Gold Key öffnen wir jetzt diese Türe und ihr könnt euch vielleicht erinnern, dort haben wir davor schon von draußen die Granaten reingeworfen. Genau, da ist wieder der Obermods Ripper. Hier gibt es noch eine Heatseeker Card, eine Riot Gun und den silbernen Schlüssel und damit können wir gleich nebenan und die Tür aufmachen. Hinter diesem Bild das dritte Secret mit den Night Vision Goggles. Ansonsten können wir die Treppe hier runter, ihr könnt schon mal den Granatwerfer auspacken und dort unten ein bisschen aufräumen. Das ganze Gesindel Zillas. Am besten nicht so wie ich machen und sich da uns selbst in die Luft sprengen. Jawohl, genau so. Ich habe die Physik dieses Grenade Launchers immer noch nicht raus. Komplett anders wie Quake und Co., die ich so gewöhnt bin. So, alles aufgeräumt. Sehr gut, dann können wir dieses Bild aktivieren und bekommen hier ein weiteres inoffizielles Secret mit einem Fortune Cookie. So, die Treppen hier hoch. Dann Raketenwerfer raus. Das ist die beste Lösung für diese Masse an Gegnern, weil die können ganz schön haarig werden, wenn die alle auf euch zukommen. Also wie gesagt, das ist die beste Lösung. Sind die erledigt? Schießt auf den Gong. Und geht hier in euer viertes Secret. Das fünfte Secret. Hier rechts bei dem Schrein hinter dem Bild, wo die Uzi-Munition ist. Und ihr bekommt einen Grenade Launcher. Und das letzte Secret hier bei diesem Gong. Aktiviert den, dann könnt ihr in diese Nische. Auf diesen Kisten noch ein bisschen Verpflegung, Riot Gun und Munition. Und was wir nun machen müssen, ist er wieder zurück nach unten. Und in diesen Kamin, ihr werdet merken, dort ist eine Leiter und die führt aufs Dach von Zillas Villa. Dort warten wir erstmal ein paar unangenehme Zeitgenossen. Bevor wir weitergehen, genießen wir noch den Blick auf Zillas Garten. Sehr hübsch. Auch hier nehme ich wieder meinen Raketenwerfer, aber aufpassen, hier fliegen einige Hornissen rum. Nicht, dass die euch genau vors Fadenkreuz fliegen und ihr euch selbst die Luft jagt. Hier übrigens noch ein unsichtbarer Ninja, also ein Shadow Ninja. Aufgepasst, hier sind die Hornissen. Und auf dem Dach wird es den Bronski geben. Und sobald wir den haben, können wir wieder nach unten. Aua, das tat weh. Mitten ins Feuer. Ah, Moment, genau. Den Raum habe ich vergessen. Nichts Besonderes. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir den natürlich auch mit. Dort wird es eine Uzi geben und Munition für den Grenade Launcher. Der Trainingsraum Zilla ist wahrscheinlich. Und jetzt können wir mit dem Bronski wieder durchs halbe Level sprinten. Das meinte ich davor mit dem unnützen Backtracking, aber es ist nicht so schlimm. Also, Bronze Key reingesteckt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, da waren wir davor auf der anderen Seite von dem Gitter und haben schon mal aufgeräumt. Hier gibt es Energie. Wenn ihr nach hier oben springt, bekommt ihr den Red Key und mit dem könnt ihr ebenfalls wieder backtracken. Wir müssen zurück in eines der Häuser. War das Gold Key? Nein, war Silber Key. Okay, dann gehen wir nochmal hier rein. Dann unten rechts hinter dem Eck. Genau, sollte die Türe sein. Rein da. Damit.
No, Zilla. Luan, get angry now. Zilla ist schon ausgeflogen, dann klauen wir immerhin noch seinen Kevlar-Armor. Und das war Zillas Villa. Wie gesagt, ich finde es eine ganz nette Map. Recht kurz, aber wenn man das erste Mal spielt, kann man sich ordentlich drin verlaufen. Auf jeden Fall vollgepackt mit Action und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Shadow Warrior.